Bin gekommen, um zufällige Items zu looten, Leute. Gott, diese Aufzüge mache ich ja so gut lang. Was ist das denn? Was soll ich die da hinten machen? Weg damit. Noch ein Runax, mein Gott, wie viel Runax. Gehen aber erstmal den Scheiterhaufen machen. Die gibt mehr Seelen. Wenn die Augen so leuchten, dann gibt man mehr Seelen. Das ist eigentlich einfach Zufall. Wir haben aber noch ganz schön 3 Stück noch. Okay, dann kommt der alleine, das hilft natürlich. Verzögert auch noch mal. Wo kommen die denn jetzt auf? Hey, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er das überlebt. Wir haben überlebt mit 2 HP. Wow.
Ja, ganz nice, wenn wir jetzt mal Grace hätten oder so. Aber wir sind ja erst gerade hier reingekommen. Ne? Ganz schön schwierig. Zwei HP. Weiß gar nicht, ich glaube, man musste an einer Stelle droppen. Ne? Oh ne, das ist aber echt nicht gut, ne? Kämpft ihr mal, ich muss. Bin nur in der Durchreise hier. Sterben. Die scheiß Bogenschützen schaffen wir noch gar nicht. Kann ich das irgendwie schießen? So, und jetzt hier runter, glaube ich. War denn nochmal das Grace? Ja. Oh, no. So. Können wir ja zurück, weil ich würde gerne noch looten. Da wollen wir auch noch hin zu dem Item da. Wir haben auch gar kein Talisman, also ergibt das auch keinen Sinn mit dem Pelzspiel, oder? Ich hoffe, das überleben wir. Ja. Das war knapp. War denn jetzt nochmal der Weg da runter, genau. Zu dem Vater, den wir nicht, für den wir den Brief nicht haben wollen. Und dem uns da ein bisschen im Weg steht. Gewaltiger Meister. So. Das wäre geil gewesen, wenn ich darüber geflogen wäre. Wenn ihr schnell als Blut Great Sword. Was ist das für ein Großschwert? Das Blut? Nee, warum heißt denn das denn so? Das heißt, hat Blut und ist arg. Hat schlechtes Scaling, aber. Weiß nicht, vielleicht ist das Blut hilft bestimmt. Naja, erstmal Claymore weiterspielen.
I'm Edgar. But you can see the menial. They gave me good foul creep. I'm sorry. But whatever. You take this. Gib dir eine Schuhe, Alter. So, dann machen wir weiter zum Boss. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich zu früh bin, aber... Naja, was sollen wir machen? Wir wollen Items haben. Wir haben sehr wenig HP. Naja, wir müssten mal leveln, aber... Solange ich nicht sicher bin, was ich leveln will... Level ich nichts. Hüpf. Stell ich mal nicht so an. Diese Blobs sind irgendwas richtig schlimm, also vielleicht mit Bleed. Gucken wir mal, wie gut das Bleed ist in der Waffe. Und wie lange das dauert. Okay, habe ich halt gut aufgefüllt, die Viecher. Ui, nice, ein Magie-Stuff. Was direkt gesehen, ne? Aber die Attacke haut den übelst weg. Was haben wir Schönes? Man kann schon an dem Pickup, an dem Symbol sehen, an dem Ding sehen, an den Blumen, an der Farbe, dass das nicht so toll war. 13.000 sehen und zu so einem Boss gehen, ich glaube, das so eine gute Idee ist. Ich glaube, wir sind deutlich zu schwach für den. Ich will aber noch nicht leveln. Weil ich nicht weiß, was ich spielen möchte. Vielleicht sollte ich einfach Feld gehen und einfach dann hoffen, I guess. Death's Poker, was ist das denn? Eine Index-Waffe causes Frostbait up. Oh mein Gott. Stone 7, ey. Ich hab vielleicht ein Level 1er Besitz. Da ist der Ace. Ich will echt eigentlich ungern jetzt da reingehen, ohne zu leveln, aber was soll ich tun?
beschäftigt. Ich hätte, man kann den dann auch bitte Geld machen. Hermit Merchant Delbion, das ist nice. Ich glaube ich zumindest. Ich denke mal, dass es. Ich denke mal, dass es nice ist. Kann er nicht aufs Pferdchen. Okay, dann gehen wir mal. Gehen wir einfach mal da rein, ne? Wird da ein großer Fehler sein, aber was willst du machen? Ich weiß, dass man ihn parieren kann. Uff. Wie willst du hier sein, ja? Ich bin erstaunt, dass ich noch lebe. Rit. Guard Counter sollte man, wenn man ihn benutzt, dann auch vernünftig einsetzen. So, kleine Planänderung. Ich habe meine Seen da rausgerettet mit Quitload und Levels doch ein bisschen, weil wir sind dann doch ein bisschen zu schwach. Machen wir das so und dann. Wir haben genug Seen für später, also. Vielleicht reicht das jetzt. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Auf ein neues. Ich denke, in dem Spiel sind Stärkebild sehr gut am Anfang, aber im späteren Game absolut nicht empfehlenswert, würde ich sagen. Sag knapp mit der Ausdauer. Dieser Delay. Natürlich macht er jetzt zweimal, ne? Nice Perry. So, wir haben es geschafft, mein Gott. Geht doch. Lightning Proof Dwight Lever. Nice. Jetzt nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe, aber das wird zu machen, ne? Gut, dann haben wir das hier gemacht. Ich könnte jetzt das ganze Gebiet hier abgrasen mit der Kirche und dem Tower of Return, den Earthtree Boss und so weiter. Machen wir den Dungeon hier. Oh, die Mine ist kein Dungeon, I guess. Fun. Immer die gleichen Minen zu machen in dem Spiel. So, was für ein Item wird das hier sein? Ach, der Helm schon wieder. Was wechselt ihr denn immer, ey?
ich verstehe es nicht. Immer wenn ich springe, wechselt er manchmal das Ziel. Das ist äußerst befremdlich. Schon wieder. Muss ich das schon erinnern? Muss ich das vielleicht irgendwo umstellen? So. Gucken, ob das besser ist. Ich will an das Item. 12. Die Waffe sackt natürlich hart gegen die. Benutze ich mal den Kolben. Und arg. Hab ich das Schild in der Hand, oder? Ich hab einen Bogen gefunden. Alter, der hebt auch immer alles sofort auf. Wenn Upgrade-Materialien einfach ein Pfeil sind. Hui! Lucy, irgendwas. Na toll, das ist jetzt nicht so spannend. Nicht so spannend, das ist. So, dann geht's zurück und hier unten alles klären. Man sind immer 500 Seelen, die diese dieser Helm. Ganz schön viele Gegner. So, sind die alle tot? Kann ich nicht einfach Beine tragen? Geht. Mein Gott, das ist das Ende, glaube ich. Ich muss den Anfang gleich noch machen. Da habe ich schon ausgelassen, glaube ich. So,
das war knapp. Golden Rune. Ich hab fast was anderes gesagt. Gott. Da liegt noch was. Warum habe ich das jetzt weggemacht? So, mal gucken, was uns hier erwartet. Welcher kopierte Boss? Welcher Boss, den wir 20 Mal machen werden? Lol. Jesus Christ, der fliegt ja voll weg, wenn wir das machen. Nice, eine goldene Rune. Dann holen wir mal die Gegner hier alle raus. Die ganzen kleinen Gegner. Praktisch, wenn man mich trifft. Ich glaube, den habe ich wirklich nur ein einziges Mal gesehen im ganzen Spiel. Wow, das ist das Schlechteste, was du finden kannst, ne? So, dann gehen wir mal zum Bossy-Boss. Zum Earth-Tree-Avatar. Ganz schön weit weg noch, ne? Was sind da eigentlich? Himmel ist zwar sehr statisch, aber immer sehr schön, der Himmel. Ich erinnere mich dafür, dass das Spiel jetzt technisch nicht so die Meisterleistung ist, sieht das ganz schön gut aus. Machen wir den Dungeon erst. Okay. Wie du. Wir haben einen Schlüssel. Das sieht nicht so aus, als wäre das als wäre es das wert. Deswegen lassen wir das doch mal. Haben wir einen Schlüssel? Vielleicht haben wir auch mehr Schlüssel. Nope, wir haben nur einen Schlüssel. Den sollten wir dann nicht für ein Item benutzen, das eindeutig schlecht ist. Nice. Skelette, überall Skelette.
Autsch. Muss man da keinen Schaden machen, sondern nur treffen. Sonst wäre es jetzt schief gegangen. War eine Runde 9. Nice. So, wir versuchen hier durchzukommen. Das war knapp. Skelette gefallen mir nicht. Ich finde es doof, dass die jetzt mit einem Schlag dann getötet werden können. Bei den Adults ist eins besser. Erst den Weg. Und klar auf dein Leben. Shit. Das finde ich ja cool, dass man da so manchmal so, ja, fast schon Zelda-artige Kleinigkeiten hat. Gibt es auch später auch Dungeons, die ein paar Mechaniken haben. Aber leider, ja, es ist nicht immer so das Niveau von Shadows Dungeons aus Bloodborne. Die Attacke ist aus Dark Souls kopiert worden. Da ist der Schalter. Die Tür war da hinten irgendwo, ne? Okay, wir direkt rein. Ne? Weiß nicht genau, was da auf uns wartet, aber. Sieht schon nicht so schlimm sein, ne? Kappa. Ich muss kurz heilen, Bulli. Das hat nicht geklappt. Jetzt habe ich gerade fest. Das habe ich noch nie gesehen. Haben wir uns aber angestellt, ne?
kann man sich an dem anschleichen. Der Asylum Demon. Das ist nicht der Asylum Demon. Ich hab's nie so gesehen, aber das ist wirklich der Asylum Demon. Den Rest ging von dem Asylum Demon. Und weil ich das jetzt gesagt habe, hat er mich getötet. Gut, ich habe jetzt gedacht, den schaffe ich in 2-3 Versuchen, aber. Scheinbar ist das nicht so. Jo, dieser Buffer. Machst du ihn jetzt? Komm schon, geht doch. Boah, diese Verzögerung. Jo, das war so ein perfekter. Man hat iFrames, wenn man aufs Pferd geht. Habe ich in dem Moment nicht bewusst ausgenutzt, aber man kann es ausnutzen. Wow, der perfekte Kill mit dem. Boah, ich glaube, die geben mehrere Items. Bin ich gespannt, was so kommt. Nice, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das war jetzt eine kleine Enttäuschung. Aber ich denke, wir machen für diese Aufnahme trotzdem hier Schluss und werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich meine, bis das auf YouTube landet, dauert das eh ewig. Ciao.